Achilles jetzt wird. Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und wir haben gesagt in der letzten Folge, wir machen jetzt hier noch den einen Nebeneinsatz. Hey, du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Was? Das hier. Wie zum Teufel? Ein Schrank in der Asservatenkammer war voll davon. Ich habe draußen was gebunkert. Lass mal was rüberwachsen. Ja, den machen wir noch, bevor wir uns denn auf den in Richtung Stützpunkt machen da oben, den wir denn einnehmen müssen, um den anderen hier unten freizuschalten bei Stufe 30, damit wir uns mal aufleveln im Weltrang 2, würde ich sagen, ne? Und wer weiß, wer sich da noch dran erinnert, mache ich gleich noch mal. Also wer sich dran erinnert, beim letzten Stützpunkt, da haben wir fast 2,5 Stunden gebraucht. Naja, als Solo ist es schon ein bisschen schwieriger und ich denke mal vielleicht auch noch ein bisschen modifiziert und bewaffnet. Aber mal sehen, wie es jetzt wird. So, komm, machen wir nochmal. Die Hyenas bedienen sich in der alten Polizeiwache an den Vorräten. Wenn wir das Gebäude erobern, kappen wir nicht nur ihren Nachschub, sondern stocken auch noch unsere eigenen Vorräte auf. Guti, was ist das hier? Elite-Patrouille, aha. Ja, ich habe auch soweit hier schon alle SAD eingesammelt. Außer drei, wo ich, also zwei habe ich noch, oder der gehört dazu, drei, wo ich da nicht rankomme. Wo ich mir da irgendwie ein Wolf gelaufen bin, um irgendwie da ranzukommen, aber ja, hat nicht funktioniert. Hm. Ist irgendwie im Gebäude oder ja, teilweise im ersten Stock, aber da komme ich nicht ran. Naja, vielleicht ergibt sich ja noch eine Möglichkeit. Ja, anbei habe ich mit. Einmal die Drohne, die gute, die uns dann unterstützen kann im Kampf, und einmal den Lebens, wie war das, wie heißt das Ding, Lebenserwecker oder was hier, na, der wieder ins Leben zurückholt, falls man stirbt. Das passiert ja automatisch, wenn man ihn trägt. Und ja, ansonsten waffentechnisch. Hier das Sturmgewehr habe ich gerade in der Hand und an. Okay, Agent, wir spielen es mal gemeinsam mit Odessa durch. Die Hyenas bunkern einen Haufen Kampfausrüstung in der Polizeiwache. Monturen, Rauchgranaten, sowas halt. Wenn wir ihnen das abnehmen, können sie es nicht gegen uns verwenden. Okay. Und wir können es außerdem gegen die Hyenas und die Two Sons einsetzen. Ich wünschte, dieses Mal könnte ich dabei sein, Agent. Oh, da sieht sie schon. Da sieht sie schon. Ja, lass sie mal sich gegenseitig. Sich gegenseitig fertig machen. Und dann können wir angreifen. Ja, ja, macht mal so weiter. Oh. Der hat uns gesehen. Der zippiert dran. Oh. Ich bat Sie doch um einen Gefallen bei einer persönlichen Angelegenheit. Könnten Sie den Status von Fall Nummer 8150 überprüfen? Falls Sie einen funktionsfähigen Computer finden, sollte ein Notfall sein. Ja, du, habe ich zwar nicht ganz verstanden, was sie so erzählt hat. War das der letzte? Keine andere Wahl. Aber was soll's, wir gehen jetzt rein. Hier liegen sie. Komm, meine Trötchen. Da oder da? Frage, ne? Ich weiß nicht, ob das egal ist, welche Tür wir reingehen. Okay, jetzt verrät uns auch die Drohne so ein bisschen. Okay, Thron ist da. Da
Das ist der Heile, der jetzt hier neuerdings auftaucht, immer wieder. Komm. Hat er mein Boden kaputt geschossen oder ist die kaputt gegangen? Okay, die ist kaputt gegangen. Check ihn mal, abgelaufen die Zeit. Zack. Oh. Lad mal nach. Den haben wir gleich runter, oder? Nachladen. Gut. Ja, das Gewehr gefällt mir. Ist jetzt auch schon noch ein Ticken stärker geworden. Vielleicht mal ein bisschen plündern nebenbei. Ah, da war noch was. Ja, das Gewehr ist jetzt größer oder stärker geworden. Okay, das andere ist draußen. Nachladen haben wir. Drohne braucht noch ein bisschen. Die sollten ja noch irgendwas suchen, hat sie gesagt, ne? Aber hier ist erstmal nichts markiert. Oh, doch, hier. Datei zu Fahrnummer 8150 heruntergeladen. Bingo. Ich wusste doch, dass Sie einen Verdächtigen haben. Agent, könnten Sie mir noch einen Gefallen tun? Können Sie in der Asservatenkammer nach Beweisen suchen? In der Asservatenkammer ist das jetzt... Die sollten auf dem Parkplatz sein. Die Kammer müsste sich auf dem Weg dorthin befinden. Okay. Dann wollen wir uns da mal hinbegeben. Noch 14 Sekunden haben wir die Drohne wieder am Start. Ah, ich habe das Gefühl, das könnte auch wieder so eine Hofschlacht werden. Noch ist hier keiner zu sehen. Okay. Gehen wir mal runter. Mal schauen, wie weit wir kommen. Kurz mal gucken. Okay. Da kam auch wieder... Oh, nee, ich wollte hier nicht durch. Oh. Scheiße, muss mir auch mal heilen. Na, da kommt doch einer durch, oder? Oh, komm, lad nach, schnell, schnell. So, den Heiler haben wir weggenommen. Der heilt jetzt keinen mehr. Da kommt noch einer. Heilen. Nachladen. Noch brauchten wir keine Drohne, die möchte ich gerne lieber aufheben, wenn... Wenn irgendwo ein dicker Frosch auf einmal auftaucht. Deswegen warte ich lieber immer noch ein bisschen. Okay.
oben, die haben nichts getroppt oder was? Auch nichts, okay. Nochmal schnell auf der anderen Seite nachgucken. Okay, da gibt es nichts. Da ist keine Tür, die da reingeht. Okay, ist auch bloß ein Viereck. Warte mal, aufgeladen hatte ich. Ja, 4 Medipacks. Also die könnten wir auch die Belebertrone uns aufheben für das andere. Dann nehmen wir hier die. Können wir auch Drohne, ja klar, können wir auch Drohne und Dings nehmen, ne? Ach nee, geht ja gar nicht. Ja doch, lassen wir den mal. Also wir können, warte mal, oh Moment, wir können ja ihn hier noch zu Hilfe nehmen. Das Geschütz. Das normale, ne? Überfallgeschütz. Scharfschützengeschütz. Und das war Artilleriegeschütz, ja, da brauchen wir noch Punkte. 3 Stück. 3 SAD fehlen uns noch. So ein Mist. Na egal. Das kriegen wir schon hin. Haben wir doppelte Feuerkraft. Wenn es ja gleich zum Endgegner kommt, dann haben wir die Drohne und das Maschinengewehr. Weil das Maschinengewehr, wenn da wieder so ein Boss kommt mit einem Hammer, den wir ja schon so reichlich kennengelernt haben. Der zertritt ja gerne mal so die Maschinen, diese bodengestützten Knarren. Okay, da ist nichts weiter. Hier ist nochmal ein Rucksack. Muss ja fast wie eine ganz normale umherlaufen in den Räumen. Außer, dass sie hier ein bisschen verstärkt auftreten. Sollen erstmal die Beweise suchen oder was? Scanne. Das sind die Beweise. Danke. Ich stehe in Ihrer Schuld. Ja, nichts zu danken. Okay, Agent. Machen wir diesen Kerlen die Hölle heiß. Machen wir doch gerne, aber erstmal gucken wir nach Spezialmunition und nochmal ein Gewehr her. Oder was gibt, kommt jetzt? Naja, ein Schroti. Okay. Ansonsten ist hier nichts weiter, ne? Ne. Was gibt's hier draußen? Ach, draußen. Ja, nee, ist klar. Da waren wir gerade drinne. So, na denn, Tür auf. Okay, der hat sich versteckt. Nachladen. Haben wir keinen? Doch, jetzt komm, jetzt haben wir doch. Da kann uns einer die Rücken frei halten. Cool, ne? So mit 2 Geräten. Zack. Wenn natürlich ein dicker Onkel kommt, fehlt uns dann natürlich Drohne. Alice, noch ist sie da, aber er ist auch gleich alle. Leider Gottes. Ich hoffe, wir kriegen hier noch mal irgendwo Spezialmunition. Ah, die Musik ist wieder geil. Ach,
Wo müssen wir? Oh, jetzt kommen sie wieder zurück. Oh, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ich wollte mich eigentlich jetzt nicht hier hinter verstecken. Unter dem Feuerball. Genau deswegen. Genau deswegen wollte ich jetzt nicht hier im Feuerball stecken. Oh. Die Beine sind der Schwachpunkt bei der ganzen Sache. Nochmal Rüstung. Wo sind die? Wo sind sie? Schlecht zu sehen. Und der Deckung. Oh, wir brauchen aber ganz schön oft hier Medipack. Deckung. Irgendwo ist noch einer da hinten. Kleine Ecke. Gut, nachladen. Irgendwo steckt noch eine. Ah, da bist du. Zwei sind da, aha. Ich schicke ein Team los, um die Vorräte zu bergen. Puh. Agent, ich schulde Ihnen was. Zu Beginn des Freund von mir ermordet. Jetzt kann ich mich dank Ihrer Hilfe darum kümmern. Na, da haben wir doch alles super hingekriegt. Aber muss sagen, ja, man verbraucht doch ganz schön viel Medipacks, aber diese Kombo mit Maschinenpistole, oh, guck mal, da hätten wir ja noch einen Machine Gun gehabt. Aber gut, da ist man, oh, Entschuldigung, immer so ungeschützt. Also, denk mal, wenn wir näher das andere machen, dann müssen wir bestimmt immer mal umher switchen oder eben wirklich mit Glück, dass wir das mit der Maschine Gun und mit der Drohne gleichzeitig machen. Ich weiß jetzt gar nicht, kann man eigentlich zwei Drohnen benutzen? Sollte ich mal ausprobieren. Was war hier? Normal das gleiche nochmal, ne? Polizeirevier. Aber hier hatten wir ja schon alles abgesucht. Dann gehen wir mal raus. So wie er uns das sagt, für die ganz, ganz dumm. Ach, hier ist auch noch mal zum Aufladen. Okay. Oh, da ist noch eine Kiste. Die haben wir übersehen natürlich. Handgranate gab es hier. So. Hätten wir. Ach, das war die andere Tür. Ja, stimmt. Wo wir uns entscheiden konnten. Links oder rechts. Ja, genau. So. Thema erledigt. Ich werde das gleich mal, werde ich gleich mal mit euch testen hier. Ob ich an der Stelle auch noch, ne, geht immer nur eine von einer, ne? ja, geht immer nur eine. Okay, also kommt die wieder auf Q. Das Geschütz bleibt da. Wäre ja auch so schön gewesen, hätte man da zwei gehabt. Ja, dann machen wir das so. Und beim anderen, wenn wir näher... Ja doch, dann müssen wir eben halt... Vielleicht... Wir testen das erstmal so mit dieser Drohne und mit dem Geschütz gleichzeitig. Vielleicht wird es ja was. Ne? Ja. Denk mal, jo. Ging fix. Wir können da mal kurz reingucken, was hier noch war. Was wir jetzt noch machen könnten gemeinsam. Ansonsten wird es eine kurze Folge. Weil großartig, wir haben jetzt hier nichts mehr zu tun.
Und wie gesagt, ich habe hier in allen Bereichen habe ich jetzt die SAD-Behälter aufgesammelt und diesen Granatwerfer leider können wir uns hier nicht freischalten, weil hier komme ich nicht ran. Da liegt irgendwo im Gebäude und da ist keine Tür auf. So, hier sind alle weg. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo versteckt welche sind, aber das, keine Ahnung. So, dann hier. Das war diese Baustellenmission, die wir hatten, wo ich jetzt auch nicht mehr reinkomme, nicht mal hoch. Und ich kann diese Seile auch nicht von oben runterschießen. Ich hatte das in einem Video, hatte ich das mal gesehen gehabt. Das war, glaube ich, gleich nach dem Release oder vor dem Release noch. Und vielleicht konnte ich das damals auch noch. Ich habe mir ja auch Tage vor der Veröffentlichung gekriegt, das Spiel. Und jedenfalls jetzt geht es nicht mehr. Also er konnte es noch. Und nun ist er schon, glaube ich, ein oder zwei Patches sind ja schon rausgekommen. Und ja, nun geht es halt nicht mehr. Sich die Dinger von unten rauszuschießen, also freizuschießen, das ging damals ja auch nicht beim ersten Teil, glaube ich. Naja, wie gesagt, hier sind alle Räume frei und da ist einer, hier ist der zweite und hier ist der dritte. In so einem Bootslager oder wie auch immer und da komme ich nicht ran. Ja. Naja, ich werde noch mal im Offline noch mal kurz gucken, hier alle drei Punkte, ob da noch mal, doch wirklich noch mal eine Möglichkeit gibt, ansonsten. Wüsste ich nicht, wie wir die irgendwie kriegen. Naja. Was soll's? Sonst wäre jetzt, wie gesagt, nichts weiter zu tun. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir uns an den nächsten Kontrollpunkt. An die ganz schwierige Aufgabe ran. Hoffe mal, das wird nicht allzu schwer. Na, schwer schon, aber hoffentlich kriegen wir das besser im Griff als beim letzten Mal, wo wir gleich runterspringen mussten und dann gleich Alarm ausgelöst wurde dadurch. Naja. Wir werden sehen, was passiert, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch jetzt bis hier auch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das ja jetzt gerne tun. Kostet keinen Cent, ne? Und lasst ein Like da, wie gesagt, ja, ansonsten alles andere könnt ihr gerne in den Videobeschreibungen reinschreiben, unten, Videobeschreibung, sag ich schon, in den Kommentaren reinschreiben. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, da bleibt nur noch zu sagen, habt eine schöne Zeit, bis dahin, zack, euer Terra. Bye, bye.